Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der StarCraft II Wings of Liberty Zusammenfassung. Nachdem wir in der letzten Folge der Möbius Foundation geholfen und einige Zellen Naga-Artefakte geborgen haben, möchte sich die Organisation heute mit uns treffen. Doch dabei gibt es eine große Überraschung. Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Ligaschiffe im Anflug. Sie werden von Mengst Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Sie suchen meinen Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen Ihre Taktiken und Strategien. Und ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tychus. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll es jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an. Diese Artefakte sind also der Schlüssel, um Kerrigan zu befreien. Ein ganz schöner Zufall, dass Tychus so aus dem Nichts aufgetaucht ist und mir den Job angeboten hat, diese verdammten Dinger zu sammeln. Statistisch gesehen, Sir, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls minimal. Jedoch stellen diese Artefakte eine Macht dar, die sich außerhalb unseres derzeitigen wissenschaftlichen Verständnisses bewegt. Wenn irgendetwas die Königin der Klingen aufhalten kann, sind es vielleicht diese Artefakte. Dieser ganze Alien-Hokuspokus wird mir allmählich zu viel. Ich hoffe nur, wenn es soweit ist, bringen diese Dinger sie mir zurück. Ah,
Commander Rayner, ich habe mir überlegt, dass wir über die Expedition nach Char sprechen sollten. Also... Du spielst ein verdammt gefährliches Spiel, Kleiner. Was springt für dich eigentlich bei der Sache raus? Jim, ich denke wirklich, wir sollten... Jetzt verstehe ich, warum mein Vater sie am liebsten tot sehen würde. Ich hab dich was gefragt. Jeder bezweifelt, dass ich ein ebenso guter Imperator wäre wie mein Vater. Doch ich will noch mehr sein als nur das. Ich werde beweisen, dass ich ein besserer Imperator bin und ein besserer Mensch. Oh, das sollte nicht allzu schwierig werden. Wenn ich die größte Massenmörderin in der Geschichte der Menschheit heile, sie wieder menschlich mache, gemeinsam mit dem berühmten Gesetzlosen Jim Rayner, das wäre wohl Beweis genug. Also bin ich nur eine Figur in deinem Spiel? Macht ihnen das was aus, solange sie bekommen, was sie wollen? Tja, schätze mal nicht. Also, wo liegt das Problem, Swan? Wo das Problem liegt? Nirgends, außer dass du mit unseren Todfeinden einen Pakt geschlossen hast. Jeder von diesen Jungs hat durch Mengsk Freunde oder Familie verloren. Wir sitzen hier bald auf einem Pulverfass. Merkst du das denn nicht? Darüber diskutiere ich nicht, Swan. Ich muss das einfach tun. Bist du dir da sicher? Du weißt, dass Mengsk es auf dich abgesehen hat. Der schlägt zu, wenn du es am wenigsten erwartest. Mit Mengsk komme ich schon klar, Tykes. Pass einfach auf dich auf, alter Freund. Mehr will ich gar nicht. Ich hab gesagt, ich komme klar. Wenn dir die Sache zu heiß ist, dann nimm deinen Anteil und geh. Sir, ich muss bezüglich dieser Allianz ihre Objektivität in Frage stellen. Offensichtlich ist es eine Falle. Ich hab die Sache im Griff, Matt. Du musst mir schon vertrauen. Wir haben gerade richtige Fortschritte gegen Mengsk erzielt. Wenn wir jetzt der Königin der Klingen nachstellen, riskieren wir diese. Hier geht es um mehr als nur um Mengsk. Matt, wenn wir auf Char Erfolg haben, retten wir Milliarden von Menschenleben. Milliarden! Mengsk kann warten. Dafür habe ich mich nicht verpflichtet. Du hast dich verpflichtet, meinen Befehlen zu folgen. Wenn du das nicht mehr kannst, dann scher dich von meinem Schiff! Sir. Trotz der großen Bedenken unserer Crew verbünden wir uns also mit Valerian. Und dieser benötigt noch ein letztes Artefaktstück, um die ultimative Waffe gegen Kerrigan und ihre Zerg zu formen. Dieses letzte Artefakt liegt dabei auf einer Plattform, die die Protoss besetzen. Meine Partner von Möbius haben das letzte Teil des Artefakts aufgespürt. Es befindet sich auf einem verlassenen Xel'Naga-Schiff im Sigma-Quadranten. Ganz schön weit ab vom Schuss, Junior. Das Artefakt befindet sich dort. Dieses Schiff verfügt über Generatoren, die Desintegrationsfelder erzeugen, die jede Art von Materie innerhalb von Sekunden in ihre Moleküle zerlegen. Zum Glück sollten unsere schweren Kreuze der Minotaurus-Klasse lange genug in den Feldern bestehen können, bis die Generatoren zerstört sind. Sonst noch irgendwas, das wir wissen sollten? Nun, Langstreckenscans haben eine beachtliche Streitmacht der Tal'Darim in der Gegend ausgemacht. Das wird langsam zu viel für uns, Jimmy. Energiefelder? Für die Selbstmordmission habe ich mich nicht gemeldet. Wir sollten einfach die Kohle nehmen und abhauen. Bekommst du kalte Füße, Tykes? Wegen dir habe ich 9 Jahre im Knast verbracht. Ich werde mich doch jetzt nicht umbringen lassen, nur damit du deine Prinzessin retten kannst. Denk daran, du schuldest mir noch was, Partner. Nicht genug, um das hier wegen dir abzublasen. Dann ziehen wir die Sache eben ohne dich durch, Partner. Dann sind wir uns ja einig. Du weißt, wo du mich finden kannst. Adjutant, bereite das Schiff auf den Sprung vor. Bringen wir es hinter uns. Warnung. Anomale Gravitationsstörung entdeckt. Dort! Ein Desintegrationsfeld, wie Valerian es gesagt hat. Die Kreuzer sollten lange genug standhalten, um den Emitter zerstören zu können. Aber nur, wenn sie ihr Feuer konzentrieren. Verstanden. Okay, räumen Sie die Landezone. Ah, wie aufregend. Dieses Energiefeld macht uns Schaden, deshalb wollen wir da jetzt... Ach, wir können ja mal cool hier... Nee, das klappt nicht. Wollte jetzt eigentlich stacken, ist egal. Egal, jetzt einfach die Protoss-Stalker hier, die Hetze an. Nehmen hier währenddessen immer kontinuierlich so ein bisschen Schaden. Seht ihr da? Aber wenn wir hier den Generator zerstören und dafür haben wir die Yamato-Kanonen, die ihr hier seht, die einen beträchtlichen Schaden machen,
Können wir diesen Generator zerstören und dann sind wir nicht mehr in diesem Schild? Was meinen Sie, Sir? Blitzschnell zuschlagen und wieder raus? Wir werden hier mehr als ein paar schwere Kreuzer brauchen, um uns den Weg freizuräumen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Ich würde es bevorzugen, wenn wir das Artefakt auch tatsächlich bekämen. Na dann, Jungs. Feuer frei für eure Yamato-Kanonen. Treffer werden alles in Schutt und Asche legen. Wir machen uns mit unseren schweren Kreuzer auf, versuchen die Energiefelder nach und nach auseinanderzunehmen und uns währenddessen nicht von den Protoss ausschalten zu lassen. So, und dann gehen wir mal direkt auf... Sie wünschen... Nicht genügend Energie. Wir haben leider keine Yamato-Kanone mehr über. Wir haben nicht genug Energie, das ist ziemlich schlecht. Oh, ich hoffe, wir kommen hier down. Das sieht sehr schlecht aus. Außerdem finden wir in dieser Mission einige unerwartete Verbündete. Entaro Tassadar, Freund Raynor. Die Tal'Darim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Tal'Darim werden für ihren Verrat bezahlen. So, jetzt haben wir hier dunkle Templer bekommen. Im Anschluss an diese Rettung bauen wir erst einmal eine schlagkräftige Armee auf und nehmen dann nacheinander die Desintegrationsfeldgeneratoren sowie die Gefängnisse der Protosse auseinander. So, wir müssen unbedingt weiter, nicht stehen bleiben. Kann losgehen! Kreuzer einsatzbereit. Was ist los? So, jetzt müsste hier doch eigentlich... Das reicht immer noch nicht. Die Schutzkammer. Wir sind dem Artefakt sehr nah. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Okay, aber jetzt geht's erstmal auf das nächste leeren Gefängnis. Und nun? So, meine Klingen dürsten nach Rache. Ohne Rücksicht auf Verluste. Er hat die Flotte gerufen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Wer hat die Flotte gerufen? So, nicht nochmal schön Gas rum. Sie wünschen. Was ist los? So, wo ist denn das Mutterschiff? Da oben. Hier sind natürlich alle unsere Yamato-Kanonen hier da jetzt drauf. Oh, er hat uns weggesaugt in eine andere Dimension. Jetzt können wir natürlich kaum Schaden machen in dieser Zeit, wo alle unsere schweren Kreuzer weg sind. Sie sind ja zum Glück nicht immer weg, sondern sie kommen jetzt gleich raus. Ja, Commander. Wird gemacht. So, wir müssen noch eben hier... sich jetzt zurückgeportet. Aber wir wollen das wenigstens mal eben gut bekommen. Narren, mein Geist kehrt zu dem Xel'Naga zurück. Okay, wir müssen hier unbedingt jetzt beenden. Das heißt, wir greifen jetzt mit allem an. Nehmen hier unglaublich viel Schaden. Greifen jetzt auch einfach dieses Gewölbe an. In der Hoffnung, dass es hier ausreicht. Ihr könnt hier etwas
Ja, das reicht doch. Okay, das war's. Schnappt euch das Ding und setzt einen Kurs zurück zu Valerian. Zurück auf der Hyperion erwartet uns jedoch eine sehr unangenehme Situation. Macht mal die Augen auf! Rain hat uns verraten. Ich bin hier, um gegen die Liga zu kämpfen und nicht für sie. Kriegt euch mal wieder ein! Wir haben dem Commander immer vertraut und dabei sollten wir bleiben. Dem Säufer könnt ihr nicht trauen. Jim Rayner ist nicht mehr als ein mieser Feigling. Seitdem du auf diesem Schiff bist, verbreitest du nichts als Unruhe. Ach ja. Erbärmlich. Man kann sich immer nur selbst trauen. Je eher ihr Versager, das reicht jetzt langsam. Du machst allen was vor, oder Jimmy? Aber beim ersten Gegenwind steckst du wieder den Kopf in den Sand. So machst du das doch, oder? Mit mir, den mit deiner süßen kleinen Freundin. Überlegen, Tigers. Lassen werde. Sie lassen uns für die Liga arbeiten, Commander. Und dann sollen wir nach Char. Das klingt gar nicht nach Ihnen. Das hat nichts mit der Liga zu tun. Wir haben immer dafür gekämpft, Leben zu retten. Wenn die Zerg jeden abschlachten, war alles umsonst. Deshalb gehe ich zurück nach Char. Es ist eure Entscheidung, ob ihr mitkommt oder nicht. So wie immer. Ja, das ist der Commander, den ich kenne. Zufrieden? Los, gehen wir wieder an die Arbeit, Jungs. Diese Unterhaltung will ich nicht nochmal führen müssen. Und reparier meine verdammte Jukebox. Kann mir mal wer helfen? Hallo? Also, Junior, wir haben jetzt auch das letzte Artefakt in die Finger bekommen. Du kannst sie also jederzeit abholen. Vielen Dank, Commander. Und gute Arbeit. Sie sind genauso einfallsreich, wie mir gesagt wurde. Ich denke, das Schicksal ist jetzt auf unserer Seite. Das will ich schwer hoffen. Um dieses Artefakt direkt vor Kerrigans Nase abzusetzen, brauchen wir eine ganze Menge Glück. Seien Sie beruhigt. Wir haben die Unterstützung der gesamten Flotte der Liga. Natürlich. Hast du noch immer ein Problem damit, mit Valerian zusammenzuarbeiten? Mengsk hat sich als skrupelloser Diktator entpuppt, aber das sollte nicht gleich seinen Sohn verurteilen. Ich bin mit ihnen durch die Hölle und wieder zurückgegangen, Sir. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Guter Mann. Dieser Waffenstillstand wird nicht ewig halten.
Gerade lange genug, um den Auftrag zu erledigen. Unter uns gesagt, guter Zug die Sache mit Tykes. Wurde langsam Zeit, dass ihm mal einer in den Arsch tritt. Ganz ehrlich, diese ganzen letzten Wochen, gemeinsam mit dir für das Gute zu kämpfen, ich hatte endlich mal eine Vorstellung davon, was echte Freiheit ist. Aber das wird alles bald vorbei sein, wenn du den verdammten Helden spielen willst. Und das für eine Sache, die mich einen feuchten Dreck interessiert. Was sollte dann das ganze Gerede vorhin von wegen der Menschheit was Gutes tun und ordentlich dafür bezahlt werden? Ich habe das Gefühl, je näher wir deiner Königin der Klingen kommen, naja, sagen wir einfach mal, die Dinge laufen nicht immer so wie geplant, Jimmy. Ich kann das hier ohne dich nicht durchziehen, Tykes. Vertrau mir einfach. Der alten Zeiten wegen. Schon gut, du kannst auf mich zählen. Das wollte ich hören. Die alten Zeiten. Tosh hat es auch gesehen, wahrscheinlich. Wie kann ich dir helfen, Reno? Du kriegst von hier oben doch alles mit. Jetzt erzähl mir mal genau, was du so beobachtet hast. Ist Tykes schon häufiger besoffen, so ausgerastet? Ich wünschte, es wäre nur das. Diese Eifersucht und Wut. Er kämpft mit sich selbst, weil er etwas tun muss, das er nicht tun will. Du wirst schon sehen. Kronprinz Valerian scheint verschwunden zu sein. Das stimmt, Donny. Prinz Valerian wurde zu einer Rede anlässlich des Stapellaufs des neuesten schweren Kreuzers, der White Star, erwartet. Da er jedoch nie dort ankam, musste die Zeremonie ohne den Prinzen abgehalten werden. Offizielle Regierungsstellen verweigern bisher jeden Kommentar. Was immer auch passiert sein mag, wir alle hier bei UNN hoffen, dass dem Prinzen nichts zugestoßen ist. Eurem Prinz geht's gut. Bisher. Sir, als Tykes auf das Schiff zurückgekommen ist, habe ich ihn von den Technikern scannen lassen. Matt, du brauchst unbedingt ein anständiges Hobby. Ernsthaft, Sir. In seinem Anzug ist ein raffinierter Empfänger eingebaut. Erhält dieser den richtigen Code, werden alle seine lebenswichtigen Organe außer Gefecht gesetzt. Dieser Anzug ist eine Todesfalle. Als würde ihm jemand eine Knarre an den Schädel halten. Und wer hat den Finger am Abzug? Möbius? Tykes, wo hast du dich da diesmal reingeritten? Das sind sehr brisante Informationen. Tykes kämpft mit sich und lebt in einer Todesfalle? Was muss er tun? Und für wen? In der nächsten und letzten Folge StarCraft 2 Wings of Liberty Zusammenfassung werden wir dem nachgehen. Außerdem findet dort der ultimative Kampf gegen Kerrigan statt. Kann sie mit Hilfe des Artefakts wirklich in ihre menschliche Form zurückgebracht werden? Mit einem Klick hier unten links könnt ihr das herausfinden. Hier rechts dagegen gibt es wieder den Link zur ersten Folge des Let's Plays. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!